So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute gibt es eine kleine Map-Vorstellung. Ich versuche es auch wirklich klein zu halten. Und zwar, es ist ein umgebauter Standard Bjornholm. Er hat andere Bilder beim Ladebildschirm eingefügt. Er hat einiges dran getan. Ich liebe WhatsApp. Entschuldigung. Den Text könnte er eventuell noch überarbeiten, aber wie gesagt, es ist kein Map-Test, es ist eine Map-Vorstellung. Ich mäkel jetzt nicht so viel rum. Also das mal zur Ladezeit. Ich werde euch jetzt als allererstes mal kurz den Fuhrpark zeigen. Und zwar, der Hürlimann ist zweimal da, der Agrostar ist zweimal da, den Sampo hat er drinne, den Brandner, den Köckerling, 3 Meter grober, dann den Standard Flug von Kuhn, und zwar den Varimaster 153 und die Vitasem von der 3 Meter Breite. So, dreimal das Sürgewicht und zweimal das Sürgewicht 1000. So, das hier hat auch dreimal, genau einmal. Und ja, und ich habe halt jetzt noch ein paar Mal den Audi gekauft, weil ich will euch das halt zeigen. Er hat eventuell noch den Gülle-Mistverkauf vor einzubauen. Den Seedmaster eventuell. Dann werde ich euch gleich noch, wenn ich beim Grünlager ein bisschen was erklären. Die BGA, da hat er den Bunker ein bisschen tiefer gesetzt. Wie gesagt, das hier ist soweit Standard. Aber wie gesagt, von den Texturen her. Also ich stelle mich jetzt noch mal hier hin und laufe jetzt noch mal ins Feld rein. Also die hier sind bunt. Ja, also das Gras ist bunt, der Boden unten drunter ist ein bisschen dunkler. Finde ich ganz schön gemacht eigentlich, weil das andere, das sticht zu sehr. Und es ist halt nicht nur gelb. Ja, weil nur gelb ist doof. Das Gras sieht auch irgendwie kraftvoller und frischer aus. Und ja, hier die Bodentextur. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig geil. Und du siehst halt auch, wenn du gedüngt hast. Weil du siehst halt einfach einen besseren Farbunterschied. Es gibt grobe Texturen, die sind nicht ganz so gut. Die sind dann nämlich fast schwarz. Das sieht man bei mir bei der Volkswagen manchmal. Wenn ich die dünne, wenn sie gegrubert sind, sehe ich teilweise echt nicht, wo gedüngt ist. So, hier rechts hat er die Schafe. Dann links ist die Kuhweide. Und was man hier direkt sieht, er hat hier den... die Silageplatte entfernt, die hat er woanders hingepackt, zeige ich euch auch gleich noch. Wie gesagt, hier hat er halt die Schafe. Was er noch nicht eingebaut hat, ist der Wool Pellet Collector. Den hat er aber auch vor einzubauen. Wie gesagt, ich habe jetzt eine relativ frühe Version. Er will sie auch auf jeden Fall hochladen. Hier haben wir Space Storage, also ein Ballenlager. Hier kannst du also, sprich, du kannst Ballen machen, kannst sie hier reinstellen und kannst sie lagern. Ja? Also ich würde sagen, die rechte Seite machst du Strohballen hin und die zwei linken machst du einfach Heu. Machst Heu wie blöd. Ja? Dann hat er hier die Schweine- und Rindermast verbaut. Ah, das geht auch ohne Map-Dort-Trigger. So, jetzt weiß ich nur nicht, was das hier ist. Ob das die Schweine- oder die Rindermast ist. Das ist Kunst. Es ist die Schweinemast. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch Schweinemast ist. Das hier ist die Rindermast. So. Also Schweine- und Rindermast und jedes zweimal. So. Das hier dürfte dann die zweite Schweinemastanlage sein.
SC Schweinemast. Man hat es eben Grunzen gehört. Und dann ist das dritte hier hinten die Rindermast. So, also von der Anordnung her, es ist auch genug Platz zum Drehen, finde ich jetzt. Also ich denke, hier kannst du selbst im LKW fahren, ohne dass du irgendwie Probleme kriegst. So, jetzt kommen wir mal zum Güllelager. Das Güllelager hat er eingebaut. Das funktioniert halt nur nicht mit dem Standard-Trailer. Da braucht ihr halt echt den Slurry-Tanker, Slurry-Manger-Tanker, Slurry-Liquid-Manger-Tanker von Maru. Oder zumindest ist er bei Maru im Forum. Maru hat ja leider aufgehört. Finde ich echt schade. Und ich denke, das wird noch öfter passieren, wenn es nicht sich bessert. Das hier ist ein zentralisiertes Mistlager, also du hast nicht an jeder Schweine- und Rindermast einen Misthaufen, sondern du hast hier hinten einen zentralen Misthaufen. Die Kapazität weiß ich nicht, ob das die 100.000 sind oder ob es ein bisschen größer ist, weiß ich nicht. Ich denke, er hat es auch vergrößert. Du hast hier hinten, was ich richtig geil finde, die Digitalanzeigen drin. Vom Futterlager. Stroh, Village, Gras. Ne? Musste halt mit dem grünen Kuhn entnehmen oder mit dem Stollfrontlader schaufeln. Hier hinten ist dann die Wassertränke von der Kühe und die Silageplatte, was ja auch wieder viel Platz zum Drehen. Jetzt zeige ich euch noch kurz den Waldboden, weil der ist, glaube ich, auch geändert. Also bin ich zumindest der Meinung, weil das hier sieht mir halt echt nach Nadelholz aus. Und halt nicht mehr so ganz Standard. Finde ich halt schön. So, jetzt kommen wir zum Hof. Er hat am Hof auch ein bisschen was verändert. Er ist fast Standard. Er hat die Kühe und den Hof umzäunt und hat überall die Schranken drin. Finde ich auch schön gemacht. Er hat halt nur hier noch dieses Ding, wo du, ja, keine Ahnung, Frontlader oder so draufstellen kannst. Aber ansonsten, die anderen Hallen haben das halt nicht. Da kannst du dann halt auch ein bisschen größeres Gerät reinmachen. So, jetzt zeige ich euch noch was anderes. Wie gesagt, ich bin das erste Mal auf der Map. Hier die Kartoffeln. Ich habe sie halt noch nicht gespielt. Was ich auch cool finde, ist hier die dunklen Stellen in den Rüben. Finde ich auch nicht schlecht. Das hier sieht auch ein bisschen lebhafter aus mit den Hackschnitzeln. Da ist so ein bisschen gemischt von der Größe her. Finde ich auch gut. Er hat hier auch eine Tankstelle eingebaut. Die Stadtfahrzeuge sind halt Standard. Tankstelle ist eingebaut. Er hat hier Dünger und Saatgut unter einen Unterstand gepackt. Finde ich auch schön. Vor allen Dingen den Unterstand finde ich schön. Dafür echt zweckmäßig. Bin ich echt der Meinung. Er will auch einen Dünger und Saatgutlager einbauen. So, jetzt fahren wir mal noch hier. Wie gesagt, es gibt ein paar, wo es hier vielleicht ein bisschen eng werden könnte. Aber mein Gott, dann muss man halt einfach ein bisschen langsamer fahren. Ah doch, hier hat er auch den Standard drin quasi. Oder hier, das war vorhin aber anders. Egal. Wie gesagt, du hast halt hier recht viel Platz zum Runterstellen und zum Parken. Hackschnitzelförderband hat er wahrscheinlich auch vor. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, hier hast du halt den ganz normalen Trigger. Du hast ganz normal die Standardsachen drin. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, was das da ist. Was da ist, irgendwas zum Kaufen. Ah, das ist, glaube ich, das Feld. Ja, genau. Da hast du direkt eine Feldausfahrt. Ist auch schön.
auch schön gemacht. Also Bruno, Kreuzberg, gut gemacht. Ich werde euch auch den guten Mann verlinken. Hier eine Goldmünze. Goldmünzen also auch vorhanden. Er hat den Watermod eingebaut. Wie gesagt, hast hier halt echt viel Platz irgendwie zum Fahrzeuge hinstellen. Finde ich halt schön. Wie gesagt, ja, Schranke. Alles eingezogen. Finde ich schön. Finde ich echt nice. Jetzt gehen wir mal ins Overview. Und zwar, er hat die Felder 27 und 26, also sprich, er hat 22 und 27 von der Original zusammengelegt. Oben die zwei Felder hat er auch zu einem gemacht. Dann die zwei Startfelder vom Hof. Apropos Startfelder, hast du keine? Ist wirklich schlecht. entweder ist jetzt ein Bug von mir oder es ist halt so. Egal. Ihr seht auch, es ist eine Schlachterei vorhanden. Ansonsten, Züge sind in Funktion. Hast halt überall die... Jetzt zeige ich euch das noch kurz hier. Hast halt hier unten auch, wie gesagt, für den Watermod. Hast da halt hier unten... Muss ich jetzt erstmal hinrasen mit meinem Audi. Ist heute das erste Mal, dass ich den drin habe. Hast halt hier den, das ist ein Brunnen, wo du dein Wasser auffüllen kannst. Muss halt auch die Tiere, den Tieren Wasser geben. Hinten der graue Betonbottich ist für die Schafe das Wasser. Hier ist dann neben dem Wollpalettenträger ist dann die normale Fütterung. Und ja, ist einfach schön gemacht. Mit dem Wood Pellet Collector weiß ich nicht, wo er es hinmachen muss dann. Ich schätze mal, dass er den mal irgendwo hier hin macht oder so. So, jetzt sind wir hier nochmal am Hof. Die Hühner sind ganz normal hier hinten. Moment, reinfahren. Ich habe irgendwie den Player Movement Speed oder so nicht gefunden. Egal. Hier sind halt ganz normal die Hühner. So, noch eine Besonderheit. Hier ist die Schlachterei. Oben von der Kuhweide, beziehungsweise Schweine. Jetzt sehe ich wieder die falsche Richtung. Und dann hier von der Schweinemastanlage, beziehungsweise Rindermast, die Schweine und Rinder abzuholen, braucht man den Joskin Betimax von Maru. Werde ich euch verlinken. Dann werde ich euch noch den großen Wassersattel-Trailer von Maru verlinken. Beziehungsweise nicht letztlich von Maru. Auf jeden Fall hat jemand den Kotte Garant umgeskinnt, beziehungsweise umgemoddet für Wasser und Milch. Kann man dann halt auch einbauen und kann halt mit größeren Mengen Wasser fahren. Hier sind wir an der BGA. Ganz normal Standard, vier Standard-Silos. Weiß ich nicht, ob er hier die Größe verändern will, aber für die Map ist eigentlich die Größe von den Silos okay. Muss ich jetzt doch wieder Struggle Fly in Low Hard Mode anmachen, oder? Vorhin klappte es. Jetzt, ja. Weil ich habe das hier halt auch schon anders gesehen. Und zwar war hier unten ist der Boden von der Bodenplatte, also von der Beton, durchgekommen. Du hast nur in der Mitte diesen Pömpel gesehen. Ja? Aber weder die Messer zum Rausschieben noch sonst irgendwas. Und hier ist es halt ja fast noch original. Da hinten im Loch sieht man ein bisschen die Beton durchkommen, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Er hat halt gewollt, dass man mit dem Frontlader drankommt. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und es ist... Also wie gesagt, ich habe es schon echt anders gesehen.
Ist okay. Also Brumme, gute Arbeit. Ja, hier haben wir halt nochmal die Standardtexturen, beziehungsweise die Nicht-Standardtexturen, die halt bei ihm Standard drin sind. Das Sägewerk, da ist glaube ich ein bisschen abgeflacht. Also am See, da ist glaube ich eine flachere Stelle drin, wo du reinfahren kannst, ohne dass du dir die Fahrzeuge versenkst. Ja. Ah, hier hinten ist glaube ich nicht gegrubert. Moment mal. Nee, das hier ist. Ja, und das ist halt die Textur vom Geernten. Finde ich auch nicht schlecht. Also mal. Relativ objektiv. Texturen sind geil. Und sie sind halt nicht Standard. Das ist schön. Und sie ist von der Performance her eigentlich relativ nice. Ich muss jetzt mal gucken. Beziehungsweise ich muss gucken, wie es im Dings ist. Er hat auch die Grashaufen, glaube ich, auf der Map relativ weit entfernt, weil warum soll es das Gras verkaufen? Kannst es ja einfach einlagern. Und du hast halt hier nicht mehr die Standardtexturen, sondern hast andere. Finde ich persönlich schon relativ geil. Jetzt noch mal ganz kurz an Hof, weil wir haben hier nämlich Spiegel an den Bäumen. Ganz persönlich finde ich gar nicht schlecht. Da ist halt hier diese Vogelschreck-Dinger drin, da sie nicht alle an Hof gehen, beziehungsweise nicht überall die Vögel hinkommen. Finde ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, schöne Map, schön gemacht. Ich werde auf jeden Fall in die Videobeschreibung den Link zur Map, den Link zu dem Stream vom Mapper, werde die benötigten Mods alle verlinken. Und ja, dazu sage ich echt nur Respect the Modders, weil ich werde kein Modpack machen, ich werde einfach Links vom Original, also von Modhoster, von Haru, alle reinmachen. Ich werde euch das verlinken und nicht als Modpack über File Upload oder so hochladen, sondern halt hier einfach nur rein und fertig. Weil ich sage immer noch, es ist den Moddern selber überlassen, wo es hinladen. So, das zum Thema Modding. Ich will echt nicht, dass noch mehr Modder aufhören, weil wir brauchen sie. Ansonsten haben wir nur die Standardmaschinen und wir wissen alle, wirklich alle, dass die Standardmaschinen nicht okay sind. Ja, es gibt ein paar gute Standardmaschinen, wie gesagt, als Anfangsdrescher ist der Sampo echt nicht schlecht, aber naja. Es gibt ja auch schon ein paar schöne Mods, trotz dass die Script-Doku noch nicht da ist. Und ganz ehrlich, die Modder machen sich so viel Arbeit. Und wenn es dann auf File-Upload laden, mein Gott, dann gönnt denen die 0,03 Cent. Mal ganz ehrlich, ladet er halt nur mit, wenn er nicht Lust hat, Premium zu bezahlen, dann ladet er halt nur mit 50 KB runter. Ich habe einen Premium-Account für sowas. Ich finde es nicht schlimm. So. Jetzt mal wieder vom Allgemeinen ein bisschen weg hier. Ah! Jetzt reg ich mich wieder auf. Wie gesagt, ich bin eigentlich so gut gelaunt. Die Map ist so schön. Er hat auch noch ein paar andere Sachen vor. So, wie gesagt, die Texturen, die sind übrigens von Burgor, da hat er sich auch die Genehmigung geholt. Schafweide ist jetzt der Schlachter. Watermod ist verbaut. So, jetzt zur Map selber. Das liegt aber nicht an Brumme, sondern das liegt irgendwie an Giants. Also es liegt, sagen wir es mal so,
Auf dem Daddy funktioniert die Map, auf dem gehosteten Spiel gab es das Problem vom Patch, dass es nicht funktioniert hat. Das liegt höchstwahrscheinlich an der Schweine- und Rindermast, allerdings weiß auch Maru nicht, wo dran es liegt. Weil Bruma hat mit Maru Kontakt aufgenommen. Halt, weil er wissen wollte, warum ist das so, kannst du das vielleicht noch fixen? Es liegt höchstwahrscheinlich irgendwie an Giants. Und Giants soll bitte mal hinmachen, dass er die Script-Doku rauskriegt. Also wie gesagt, hier nochmal den Aufruf an Giants, ihr macht eine super Arbeit. Aber bitte, macht mal die Script-Doku. Und versucht das Spiel einigermaßen bugfrei zu kriegen. Es sind schon viele Bugs gefixt. Ja, also der Forst funktioniert jetzt einwandfrei. Oder was heißt einwandfrei? Er funktioniert. Das ist schon mal wichtig. Ja, die Bäume werden synchronisiert im Multiplayer. Oh, ja. Es ist viel gefixt worden, muss ich echt sagen. Aber das Geruckel an der BGA, also bitte. Das könnte man noch ändern. Zäune um den Tierhof und um den Haupthof. Die Zäune sind alle versehen an den Ausfahrten mit Schranken. Finde ich auch sehr geil. Man kann halt nicht einfach auf den Hof fahren, sondern du musst definitiv die Einfahrten benutzen. Die Hofhallen, die Hoftankstelle habe ich vorgestellt. Er hat ein zentrales Mistlager, zweimal die Rinder- und Schweinemast. Dann das Ballenlager habe ich euch auch gezeigt, auch wie ihr es wahrscheinlich am besten benutzt. BGA-Bunker ist tiefer gesetzt. Dann hat er auf jeden Fall vor, ein Saatgut- und Düngelager einzubauen, den Wool-Pellet-Collector will er einbauen und den gelohnten Mistverkauf will er einbauen. Dann versucht er, dieses Gülle-Lager automatisch zu füllen, dass da halt nicht mehr von der Schweine- und Rindermast und von der Kuhweide die Gülle dahin fahren muss, sondern einfach reinpumpen, dass es einfach da landet. Fertig. Den Seedmaster ist er am überlegen, ob er den einbauen soll, will, wie auch immer. Chopped Straw und den Gülle Mist Kalk Mod ist er auch am überlegen, ob er den einbaut. Das Problem ist, da geht meistens die Performance in den Keller. Von daher, das habe ich ihm gestern auch gesagt, macht doch einfach zwei Versionen, eine mit einer ohne. Ja, er hat auch noch ein Projekt, wenn er das hier fertig hat, wobei es ist für einen Modder bzw. für einen Mapper immer schwierig zu sagen, ich habe das Projekt fertig. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Es ist echt schwer. Das ist genauso wie bei einem YouTuber, dass der das Ende findet. Danach hat er halt echt das Projekt, hat er noch ein Projekt vor. Ganz ehrlich, Respekt. Und zwar, er will, da er aus dem Ruhrgebiet kommt, eine Ruhrgebiet-Map detailliert 1:1 aus Google Maps bauen. Also Vorlage Google Maps und will das halt 1:1 übernehmen. Macht ihm da bitte keinen Stress. Ja? Weil es ist ein echt klasse Typ, der macht sich echt die Mühe und macht eine richtig geile Standard-Map. Also ganz ehrlich, die hier finde ich wesentlich besser wie die Standard. Weil es ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Okay. Außer ein Förderband. Bei dem. Beim Futterlager. Das ist halt kein Förderband. Aber egal. Ich würde euch vielleicht noch vorschlagen, die Phase über Extension und die BGA Extension von Upside Down. Grünhäckselmod, Multimoving. Das ist euch überlassen. Würde halt ganz gut passen. Weil sie ist sehr schön, die Map. Und daher könnte man halt die Mods damit einbinden. Gibt ein bisschen mehr Realismus wieder. Ja. So, damit bedanke ich mich jetzt bei euch. Ich bedanke mich auch ganz doll bei Promo, dass er mir die Möglichkeit gibt, euch die Map hier vorzustellen.
dass er mir quasi einen Freifahrtschein gegeben hat, dass ich sie euch vorstelle und sie veröffentliche. Er wird sie noch beim Mod-Hoster veröffentlichen, aber das überlasse ich komplett ihm. Wenn er sagt, ich release sie, dann released er sie. Ja. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Ich werde die Map verlinken, ich werde Brumme verlinken, ich werde die benötigten Mods verlinken und dann halt ja, also die Mods, die man eventuell noch vorschlägt, die werde ich nicht verlinken. Aber die findet ihr bei Modhoster. Modhoster und das Nützliches und dann Skripte. Da findet ihr verdammt viel schönes Zeug. Und bitte hört auf, die Mods zu klauen. Ich weiß, es ist nur ein Prozent, 2% von der Community, wo das machen, aber bitte hört auf damit. Bitte, bitte, bitte. Danke. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen und ein Abo da. Verbesserungsvorschläge in die Comments, beziehungsweise könnt ihr auch mir privat schreiben. Ich werde es lesen, werde es auch versuchen zu beantworten. Wenn ihr Fragen zur Map habt, fragt sie. Ich werde mich dann mit Brumme in Kontakt setzen und werde ihn fragen, wo das und das ist oder wie man das und das macht. Jo. Beziehungsweise die Trigger suchen. werde es dann noch separat hochladen. Ich werde auch gucken, wie es mit der Performance ist, wenn alle Tiere da sind. Werde es dann noch kurz testen, werde euch das auch noch mal uploaden. Ja. Nun danke ich euch fürs Zuschauen. Gehe somit jetzt offline. Beziehungsweise beende hiermit die Map-Vorstellung. Danke euch fürs Zuschauen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich jetzt mal tschö mit Erl, ciao mit Au, tschüss mit Is. Bis zum nächsten Mal. Ciao.